Ich bin Henrik Wolter, ich bin Lehrkraft für besondere Aufgaben am Lehrstuhl für Ökologische Ökonomie an der Fakultät 2. In unserer ausgezeichneten Veranstaltung haben wir eine Forschungswerkstatt durchgeführt über Dilemmata der Nachhaltigkeit, also das war quasi das Rahmenthema. Und der Kern der Veranstaltung war eine Forschungswoche, also wir haben uns eine Woche lang zusammengesetzt, von morgens bis abends mit den Studierenden, die haben Gruppen gebildet, sich selbstständig Themen ausgesucht. Und dann ging es darum, dass sie zu diesem Thema, was sie sich selbst gewählt haben, ein Forschungsvorhaben entwickeln. Ich bin Sophie Berg, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Ökologische Ökonomie an der Fakultät 2. Das Besondere an der Veranstaltung ist, dass die Studierenden ganz frei sind da drin, wie sie sich letztendlich in ihren Themen entwickeln. Das heißt, sie haben unglaublich viel Freiraum für Kreativität. Wir Lehrende treten eigentlich einen Schritt zurück und sind eher dafür da, einen Rahmen zu geben, Anleitungen zu geben und zu unterstützen, aber vor allem eigentlich einen Freiraum zu schaffen, in dem die Studierenden ganz frei und kreativ arbeiten können und selber zu Lösungen kommen, selber Forschungsvorhaben konzipieren und vor allem auch kritisches Denken aktivieren können. Gute Lehre bedeutet für mich eigentlich, dass ich mich so weit es geht quasi auf die Ebene oder auf die Höhe der Studierenden begebe. Es ist ja immer so ein Autoritätsverhältnis da, weil ich letztendlich die Noten vergebe. Aber ich möchte nicht quasi so einfach etwas vordozieren, sondern mit denen gemeinsam irgendwie etwas lernen, weil ich selber ja auch immer sehr viel lerne, wenn ich Lehre mache. Für mich ist der Preis auf jeden Fall eine Auszeichnung, vor allem in erster Linie von den Studierenden selber. Es ist eine Bestätigung dafür, dass wir eine sehr gute Lehrveranstaltung konzipiert haben, die den Studierenden viel gebracht hat. Und es ist ein schönes Geschenk der Studierenden, uns Danke zu sagen für das, was wir ihnen sozusagen mitgeben konnten. Und deswegen bin ich sehr dankbar und fühle mich geehrt.